So, jetzt suchen wir erstmal das Versteck des Verstecks. Eines Versteckes. Nämlich die Unterstadt. Denn wir haben ja die wertvolle Aufgabe angenommen, einen sogenannten Schlüssel zu einem Banktresor zu finden. Für einen gewissen Fuchshans. Nee, für einen gewissen Milbert, genau. Dieser zwielichtige Händler hat uns zumindest die Aufgabe gegeben. Und wir befinden uns momentan im Südviertel von Ark. Und hier muss es die Unterstadt irgendwo geben. Zumindest einen Eingang dorthin. Wie zu erwarten war, ist die Stadt hier ein wenig größer, als ich am Anfang annahm. Aber sie ist sehr übersichtlich. Es gibt nicht allzu viele Gebäude. Das ist auch gar nicht notwendig, denn letztlich, wer geht schon in jedes Gebäude rein und guckt nach, ob da was ist? Na gut, wir sind da vielleicht ein Kandidat. Ich weiß es nicht. Gehen wir jetzt aber erstmal in die Unterstadt. Ich schätze mal, dort werden uns Ratten und Sklaven erwarten, wie in einer Art Hafenstadt. Oder, und das ist viel wahrscheinlicher, es werden Ganoven Diebe auf uns lauern. Also eine Höhle haben wir ja schon mal. Könnte also auf Ratten hindeuten. Hier haben wir auch eine Ratte, aber die ist zu klein, dass sie uns was tun könnte. Ja, ich glaube, Sklavenratten trifft es ganz gut zu. Das ist ja unter einer Höhle hier, beziehungsweise in einer Höhle. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe eher jetzt mit einer Art Hafenstadt gerechnet. Aber dass die hier unter einer Höhle oder in einer Höhle hausen, das ist interessant. Einen Groschen mit am, bitte nur einen. Ich kann dir was viel Besseres geben. Kälte. Unendliche Kälte. Aber wir sind nicht hier, um irgendwelchen Bettlern zu helfen, sondern wir sind hier, weil wir eine Aufgabe zu erfüllen haben, die wir gewissenhaft ausführen werden. Und dazu müssen wir genau hier rein. Willkommen im falschen Hund. Na, wenn das nicht falsch klingt. So. Wir sind hier in einer Art Taverne. Nehme ich mal an. In einer Schurkentaverne vielleicht. Jetzt eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das so teuer sein? Was? Hallo. Hier ist unsere Kontaktperson. Was? Euer Bruder schickt mich. Er will wissen, wo ihr den Tresorschlüssel für das Erbe eures Vaters versteckt habt. So, so. Will er das? Der gute Milbert und seine Silberzunge. Jetzt hat er sogar schon Lakaien gefunden, die die Drecksarbeit für ihn erledigen. Ich mach's kurz. Ich werde den Schlüssel behalten. Ich weiß nicht, was er euch erzählt hat, aber sicher nicht die Wahrheit. Wenn ihr die kennen würdet, wärt ihr jetzt nicht hier. Tja, das war mir klar, dass der mir was verheimlicht hat. Also, sprich, welche Wahrheit? Über den Überfall. Das hat er euch doch sicher erzählt, oder? Wie die Banditen unsere Eltern abgeschlachtet haben und wie nur wir beide es aus dem Dorf geschafft haben. Was er euch vermutlich nicht erzählt hat, ist, dass er abgehauen ist, während ich noch im Haus war und mich versteckt habe. Er hat sich einfach alles gekrallt, was nach Groschen aussah, und ist abgehauen, verdammt! Wenn ich damals verreckt wäre, es hätte ihn kein Deut gekümmert. Aber gnädig wie das Schicksal war, kam es natürlich anders. Ich bin ihm nachgerannt, bis nach Ark, in diese verdammte Unterstadt hier. Aber nein, meint ihr, er war froh, mich zu sehen? Natürlich nicht. Er hat mich in seinem Zimmer schlafen lassen und er hat es so dargestellt, als sei es ein Privileg. Als das Geschäft lief, ist er abgehauen, in sein hübsches Haus dort oben. Ich bin ihm scheißegal, so wie schon immer. Ja, er zahlt für mein Zimmer in den Baracken, wenn man es denn so nennen kann, aber ansonsten nichts. Und jetzt kommt er angekrochen, weil ich mir den Teil des Erbes nehme, der mir zusteht. Das kann er vergessen. Ey, bleib sitzen. Ich hab dir nichts getan. Zumindest noch nicht. So, also wir könnten eine Rhetorik anwenden. Wenn ihr mir den Schlüssel gebt und Milbert sein Gold bekommt, kann ich vielleicht ein Wörtchen mit ihm reden. Ihn überzeugen, dass er euch versorgt.
klingt eigentlich klingt nach einer sehr vernünftigen Lösung. Allerdings haben wir ein Versprechen versprochen. Insofern, gebt mir einfach den Schlüssel. Schön, ich sehe schon. Ihr seid so dumm, wie ihr aussieht. Na dann wollen wir doch mal sehen, ob ihr auch beißen könnt. Na, das gefällt mir doch. Oh, keine Magie. Na super, aber ich habe einen Ring an der rechten Hand. Das tut bestimmt weh. Komm her, komm her. Ich hau dir ein paar Pfund aufs Maul, wenn es sein muss. Ja, oder eher andersrum. Wow. Ausweichen und schlagen. Ausweichen und schlagen. So hat man es gelernt. Ich nehme keine Rücksicht drauf. Der Schwarze hier kann auch mal verschwinden hier. Der stört nur. Ich habe gewonnen. Tja, was sagst du jetzt? Gut, gut, ihr habt gewonnen. Ich sage euch, wo der verdammte Schlüssel ist. Aber erwartet nicht zu viel. Das Geld ist ohnehin fast weg. Wir sind am Eingang in der Unterstadt. Geht und senkt in Melbourne. Und richtet ihm aus, dass er im Sonnenfeuer brennen soll. Na, das ist kein Problem. Werde ich machen. Aber ich weiß jetzt, wo der Schlüssel ist. Und darum geht's ja. Naja. Manchmal müssen einfach die Fäuste sprechen, um zur Lösung zu gelangen. Ein klassisches Mittel und es wirkt immer. So, und zwar Barackenplatz. Dort müsste der Schlüssel zum Tresor sein. Was haben wir denn hier? Sieht ziemlich verlassen aus. Werde ich gleich mal zu Magie umwechseln hier. Flambis, Frostwind, das ist okay. Es reicht, denke ich, wenn wir Frostwind nutzen. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir wollen kein Inferno anrichten. Ich höre Geräusche. Was bist du denn? Geht weiter. Nein, du guckst mich hier so komisch an. Mit deinem komischen Auge hier. Was ist los? Was? Na, du guckst mich an, also ist doch was los. Was? Noch einmal was und ich schwöre dir, die Fackel werde ich dir rüberziehen. Was? Okay. Kann dir zwar so mit der Fackel nicht wehtun, aber ich kann dich auch so einfach töten. Ich meine, ich habe gesagt, sie soll nicht mehr was sagen. Und sie sagt einfach nochmal was. Und das war einmal was zu viel was. So, was hat sie denn? Ein Schlüssel. Zwar nicht den, den wir suchen, aber es ist ein Schlüssel. Und Schlüssel sperren für gewöhnlich Dinge auf. Scheinbar ist das hier normal, dass wenn man jemand umbringt, es keinen interessiert. Ist ja auch egal. So, jetzt gehen wir hier runter. Und wo auch immer sie uns jetzt hier hinführt. Ich habe so einen Verdacht, dass wir in eine Falle laufen. Aber seien wir optimistisch. Denn nachdem wir sie ja verprügelt haben, glaube ich nicht, dass sie uns belügt. Denn das wäre sehr ungünstig für sie. Einen Groschen mit am... Nein. Nur einen. Also einem Anschein nach müsste... Ah, nee, nicht in dem Häuschen, aber hier in der Nähe müsste der Schlüssel sein. Ich will jetzt nicht unbedingt ins Wasser reinfallen. Das ist vielleicht nicht so angenehm. Andererseits geht es hier auch nicht wirklich weiter. Was? Leichengrube. Normalerweise wäre ich neugierig und würde nachschauen, was man damit meint mit Leichengrube. Aber in diesem Fall dringt die Zeit und wir müssen unbedingt den Schlüssel finden. Marktplatz.
weitergehen. Wie lichte Gestalt. Was ist das? Weitergehen. Fleischmatenkranke. Na, hast das Falsche gegessen? Jetzt lieber mal geguckt, was du isst. Scheiße, verdammt, das ist doch lächerlich. Ey, sag mal nicht. Es ist das Leben, Natalia. 100 Pupillen, keinen Groschen. Verdammte Scheiße, wo ist jetzt der Schlüssel? Ach, hier ist er versteckt. Tresorschlüssel 1121. Außerdem haben wir gerade eine neue Quest gestartet, unabsichtlich. Wenn wir schon in der Nähe sind, werden wir das mal uns eben angucken. Es gab einen Streit. Was? Ich rede nicht mit dir, alter Mann. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Habt ihr nicht irgendein Theaterstück zu verpassen, Oberstädter? Vielleicht kann ich euch ja helfen. Helfen? Na, das wage ich zu bezweifeln. Es sei denn, ihr habt einen Beutel mit 300 Groschen zu verschenken und zwei Bund Götterzunge am besten noch dazu. Ich meine, ich könnte ihn umbringen. Und vielleicht hat er ja 300 Gold dabei. Andere Frage, wozu braucht ihr das Geld? Ihr seid wirklich hartnäckig, wisst ihr das? Aber na schön, was kann schon schaden? Der Vatürensohn da drüben, Kaba Torval. Er ist der einzige Händler in der Unterstadt, der noch roten Windwurz hat. Aber weil er das weiß, verkauft er ihn für Preise, die selbst die Dünkel aus der Oberstadt schreiend aus dem Laden rennen lassen würden. Tja, und wenn die Apothekarii im Pesthaus nicht bald Nachschub bekommen, werden die Fleischmadenkranken dort beginnen zu sterben wie die Schmeißfliegen. Na und? Viel interessanter ist, was krieg ich dafür, wenn ich euch helfen würde? Seid ihr Apothekarier? Klar, tagsüber. Und nachts verdinge ich mich als kilianische Tänzerin für den heiligen Großmeister. Nein, im Ernst. Ich bin nur das Mädchen für alles. Erledigung, für alles und so weiter. Aber damit bin ich schon besser dran als die meisten hier. So, für alle Zwecke. Gut. Wozu braucht ihr denn unbedingt diesen Windwurz? Ihr seid kein Alchemist, was? Nein. Roter Windwurz ist das Einzige, das helfen kann, die Fleischmaden aus den Körpern von Kranken zu kriegen. Das Problem ist, dass es Monde dauert, bis die Behandlung anfängt zu wirken. Und das kann sich zumindest hier unten nicht jeder leisten. Klingt ganz logisch. Also diese Fleischmadenkrankheit klingt ja schmerzhaft. Wie auch immer, vielleicht könnte ich ja mal mit ihm reden. Vielleicht könntet ihr das, ja? Wir brauchen mindestens 10 Bündel, damit die Apothekare ihr etwas daraus brauen können. Aber ohne undankbar klingen zu wollen, erwartet nicht, dass ich euch für eure Hilfe irgendwas geben kann. Na dann würde ich sagen, wir warten erst mal ab. Na dann viel Erfolg. Ohne Gegenleistungen arbeite ich normalerweise nicht. Aber ich kann ja mal kurz einen Besuch abstatten hier. Ein kleines Gespräch kann ja nicht schaden. Ihr verkauft also roten Würnwurz? Hallo? Nochmal? Ihr verkauft roten Würnwurz? Das ist wieder super lustig, denn ich kann mit ihm nicht sprechen. Ein klassischer Fall von einem, naja, keine Ahnung, von einem Bug. Jo, ich drücke auf die Taste und es passiert nichts. Willst wohl nicht reden. Soll ich dich zum Reden bringen? Funktioniert nicht, müssen wir in diesem Moment erstmal weiter nach hinten schieben. Wir wollten schließlich zum Banktresor und schauen, was sich in dem Tresor befindet. Also verlassen wir wieder mal hier das Armviertel. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Unterstadt ziemlich groß. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass so ein Komplex unter einer Höhle oder in einer Höhle sich befindet. Wenn man das noch dazu rechnet zu arg, ist die Stadt doch sehr groß, ja.
sind schwer in ihr warten. Und ehrlich gesagt würde ich hier total die Orientierung verlieren ohne die Questmarker. Mad Dogs, Fischerei, allerlei. Mad Dogs. Ich will auch einen Fisch von Mad Dogs. Altes Wasserwerk. Na, was ist denn das für ein Tresor? Irgendwas stimmt an dieser Aufgabe nicht. Ich habe gewusst, dass hier was nicht stimmt. Ich wurde hineingelegt. Hier sind lauter Diebe. Wo ist der andere? Wow, da kommt ein Eispfeil entgegengeflogen und ich fliege hier runter. Mist. Hier versteht sich noch jemand mit Arcana-Magie. Wo ist der? Oder die? Hier oben. Ein Wildmagier. Ha, ich hab den voll erwischt. Gespickt mit Eispfeilen. Was hast du für mich? Nichts von Bedeutung. Kochen können wir nicht. Wir sind im Kampf. Der Schlechter von Ark. Buch 2. Der Namenlose. Ja. Ja, ja. Okay, interessant. Amulett der Leichtfüßigkeit. Jo. Was macht das? Erhöht Traglimit um 30 Punkte. Ist für uns im Moment nicht von Bedeutung. Glimmerstaubrezepte. Also eine Art Drogenkochbuch. Nehmen wir aber auch nicht mit. Wir nehmen nur Sachen mit, die für uns von Bedeutung sind, beziehungsweise die töten können. Oder einen anderen Nutzen für uns stiften. Beziehungsweise alles, was mit Magie zu tun hat, könnte uns gefallen. Wo führst du mich hier hin? Wow, du bist ein aggressiver Hund. Jetzt komm, stirb! Na, schnelle Angriffe können gefährlich werden. Ich esse lieber mal einen Apfel. Okay, das hatten wir schon einmal gehabt hier. Das Expertenbuch werden wir aufheben. Na, Hasenfoto können wir essen. Ich habe keinen Apfel, das muss reichen. Hat das überhaupt was gebracht, die Hasenfoto zu fressen? Nein. Ich könnte mir auch irgendwelche Kräuter reinziehen. Friedenskraut klingt ja nicht gefährlich. Eine Biene essen. Naja, manche Völker machen das ja auch. Hat sogar tatsächlich keine negativen Effekte auf uns. Ist also gesund, Kinder. Esst Bienen. Aber natürlich nur tote Bienen. Ein Totenbuch. Nicht von Bedeutung, aber es ist was wert und kann man verkaufen. Ich glaube, wir haben eine Art Fluchttunnel genutzt, beziehungsweise ein Versteck, um schneller zum Ziel zu kommen. Denn ich hätte erwartet, dass dort jetzt hier in diesem Versteck der Tresor wäre. Aber dem ist nicht so. Wir sind jetzt im Adelsviertel und werden dort nach dem Tresor Ausschau halten. Ich hoffe nur, dass es hier eine gute Belohnung gibt. Sonst fürchte ich, wird es für meinen Auftraggeber böse enden. So, jetzt checken wir mal die Sache ab, damit wir hier nichts durcheinander bringen. Einen Groschen mit am
bitte nur einen. Ich könnte dir was viel Besseres geben. Aber ich habe keine Zeit. Ah ja, alles klar. Wir sind hier und müssen da rüber. Hier wohnen also die Reichen sozusagen. Oder die Wohlhabenden. Über den Armen, ja. Wie es in der Wirklichkeit halt eigentlich auch so ist. Unten befinden sich die Slums in der Kanalisation. Und oben, naja, ist halt eben die normale Zivilisation. Wurde hier also ganz gut gelöst. Und ich finde, das passt auch ganz gut in die Enderal-Welt rein, die Stadt. Man sieht überhaupt nichts davon, dass es irgendwie an Himmelsrand erinnert. Also nichts mit irgendwelchen nordischen Völkern oder Schneehütten und Gebirgsjäger und Äxte und weiß der Teufel was. Nein, das passt hier alles ganz gut zu der Welt. Das ist hier eine Art Friedhof. Sag mal, hast du mich angerüpst? Naja, du bist ein Arbeiter, aber trotzdem. Ich könnte dir den Kopf gegen den Baum klatschen hier. Krieg auf Nerim, Krieg auf Kileh, roter Wahnsinn. Was für eine Scheiße ist das eigentlich? Ah, du gefällst mir. Also lasse ich dich am Leben.